Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Senioren-Aktivtraining. Also, los geht's, steh auf, falls du gerade sitzt und mach mit. Wir wollen uns durchbewegen, natürlich auch stabilisieren, kräftigen, immer so mitmachen, wie du dich wohlfühlst. Und wichtig, wir starten in der aufrechten Haltung, denn die ist nicht nur wichtig für unsere Wirbelsäule, für unseren Rücken, sondern auch für unsere gute Laune. Also hüftschmal stehen, ungefähr einen Fuß dazwischen Platz haben zwischen deinen Füßen, die Knie etwas durchlässig halten, deine Schultern nach hinten und unten ziehen, Blick in den Horizont, Krone auf deinem Kopf und weiter atmen. Sehr gut. Jetzt lässt du deine Schultern mal gleichzeitig nach hinten kreisen, ganz locker. Wir mobilisieren uns natürlich auch. Genau, richtig locker lassen. Du darfst auch größer werden, die Ellbogen etwas mit einbeziehen in die Bewegung. Aber möglichst wirklich locker, ohne Muskelkraft. Dann mal rechts und links im Wechsel zurück, einmal rechts, einmal links, so dass du dich jetzt etwas drehst, aber trotzdem dein Becken möglichst ruhig und stabil hältst. Aber der Oberkörper, der kann sich jetzt nach rechts und links etwas drehen. Dein Tempo. Dann löst du, stützt deine Hände jetzt mal ein in deine Hüfte und versuch deine Knie zu beugen, mit dem Becken zu kreisen. Du kannst die Füße auch etwas breiter aufstellen natürlich. Richtungswechsel, wenn das nicht klappt mit dem Kreisen, macht nichts. Einfach probieren. Dann kommst du langsam wieder zur Mitte, richtest dich auf und gehst am Platz. Und jetzt nimm die Arme ruhig mit und stell dir vor, du würdest draußen spazieren gehen. Im rechten Winkel die Arme, den Ellbogen vor und hinter den Körper mitnehmen. Die Knie ruhig hochziehen, sodass dir warm wird. Wir wollen ja aktiv sein. Ruhig noch mehr. Und jetzt komm schon ein kleines Stück auf die linke Seite rüber. Und mach dann mal einen Schritt nach rechts und links. Also einfach mal Schritt und Schritt. Schritt, tap, genau, mach einfach mit. Ran, ran, ran. Versuche jetzt ruhig das innere Bein mal in der Luft zu halten, kurz. Statt tap, einfach nur dein Knie hochziehen. Kann es gerne langsamer sein. Das Ganze machen wir dreimal. Also einmal, zweimal und halten. Wow. Und einmal, zweimal, halten. Kannst auch tippen und halten. Kann auch die Fußspitze unten sein. Wie du willst, probier's und halten. Eins, zwei und halten. Und es darf wackeln. Immer wenn es wackelt, trainieren wir, halten, unsere Tiefenmuskulatur. Also wichtig. Gleich nochmal. Letztes Mal,
bleib hier, stopp, richte dich auf und versuch mit dem Bein zu kreisen. Entweder bleibst du immer in der Luft oder du kreist und tippst wieder unten. Standknie ist gebeugt. Und nochmal hin und her, dreimal. Einmal, zweimal und stopp. Gleich nochmal. Hin, her und stopp. Und hin, her. Und jetzt bleib hier, stütz dich ein und kreise. Entweder tippst du immer oder versuchst sogar in der Balance zu bleiben. Und langsam wieder zurückkommen. Einmal hin und her verlagern, tippen und tippen und die Arme locker schwingen. Ruhig größer werden, von rechts nach links. Dich mitdrehen, ganz schwer fallen lassen die Arme. Kleiner werden, mal deine Hände, deine Finger kreuzen und jetzt versuch dich etwas zu drehen. Schau mal, ich nehme die Hüfte mit, drehe die Ferse hoch und drehe den Oberkörper von rechts nach links. Wichtig ist, dass die Ferse abhebt. Werde kleiner, bis du hüftbreit stehst und dich zur Mitte einpendelst. Locker lassen. Nochmal so richtig auslockern. Beine, Arme. Und jetzt stellst du dir vor, dir ist etwas auf den Boden gefallen und du möchtest es aufheben. Und das machst du, indem du, ich zeige es dir seitlich, ein Bein etwas zurückstellst, dich auf das vordere Bein aufstützt und mit der anderen Hand Richtung Boden greifst. Schau mal, Knie über der Ferse, nicht zu weit nach vorne schieben, wirklich senkrecht über der Ferse und dann kommst du wieder nach oben und wechselst. Anderes Bein, einmal tief, rückabstützen, nach unten greifen, Rücken gerade und wieder hoch. Die Beinkraft hebt das Gewicht nach oben. Genau, immer im Wechsel rechts und links. Gleich nochmal. Dein Rhythmus. Je schmäler, wenn du stehst, umso wackeliger wird es, umso schwieriger wird es, wenn du so hüftbreit mit den Beinen geöffnet bist. Mach mal weiter, dann tust du dir etwas leichter. Nochmal. Und jetzt bleibst du hier hinten. Stopp, richtest dich auf. Sehr gut. Und nimmst deine Füße enger aneinander. Also je schmäler hier deine Füße sind, umso wackeliger wird es. Entscheide einfach für dich, wie breit du jetzt dich öffnest hier. Beide Füße gut belasten. Und noch ein bisschen enger. Genau. Die Arme zur Seite. Und das Schwierigste wäre natürlich, hintereinander zu stehen. Und jetzt machst du ganz kleine Bewegung mit den Armen hier außen. Das trainiert die tiefe Rumpfmuskulatur. Richte dich auf. Denk an die Krone auf deinem Kopf. Atmen.
Und langsam wieder auflösen. Entspannen. Und gleich das andere Bein zurücksetzen. Wieder schauen, dass du es so austarierst, wie es für dich okay ist. Vielleicht auch wieder hintereinander. Arme zur Seite, Schultern tief, Brustbein öffnen und ganz kleine Bewegung nach oben und unten. Das sind die Rumpfstabilisatoren nah an der Wirbelsäule, Beckenboden, tiefe Bauchmuskulatur. Noch 4, 3, 2, 1 und wieder lösen. Sehr gut. Kurz lockern, Füße hüftschmal aufstellen, rechts und links die Schultern locker lassen. Wenn du jetzt ein gutes, stabiles Gefühl hast, nimm die Füße ruhig noch enger. Gut, stell dich auf ganz kleinen Boden sozusagen. Und dann streck deine Arme nach oben, atme ein und denk dir eine riesengroße Blume, die du jetzt zeichnest. Und zwar geht die von oben nach außen, die Blätter, bis nach unten natürlich zum Stamm mit geraden Rücken nach unten zeichnen. Und dann beginnst du wieder von unten die Blume aufzumalen und möglichst gleichmäßig die rechte und linke Seite bewegen. Genau, nochmal tief. Rücken gerade. Möglichst gleichmäßig, ist gar nicht so einfach. Beinkraft spüren. Noch einmal. Richtig weit aufmachen. Und dann öffnest du deine Arme. Nimm sie hier zurück. Zieh die Ellbogen nach hinten. Öffne dein Brustbein. Schultern zurückziehen. Löse nochmal auf. Stehst du inzwischen ganz gut jetzt mit engen Füßen? Oder hast du sie schon etwas geöffnet? Dann öffne sie jetzt ruhig mal noch mehr in die hüftbreite Position, so wie wir angefangen haben. Und spür nochmal deinen Stand. Wie fühlt es sich jetzt an? Müsstest du dich jetzt stabiler fühlen? Aufrechter? Hoffe ich. Was sich jetzt immer lohnt, auch zwischendurch. Denk einfach wirklich zwischendurch mal daran, dich zu strecken und zu räkeln in alle Richtungen. Einfach mal lang ziehen. Gähnen vielleicht. Dann öffnen, Hände einstützen, ein Bein zurücksetzen. Und jetzt schiebst du einfach nur die Ferse hoch und tief. Schau mal, dass die Fußspitze nach vorne zeigt. Und das Ganze dann auch mit der anderen Seite. Nach hinten, Ferse tief und hoch, Fußspitze in eine Richtung. Die Waden aktivieren, Venen pumpen. Und nochmal langsam wieder zurückkommen, hüftbreit bleiben, aufstützen, den Rücken ganz rund werden lassen, Kopf rein. Nochmal gerade Rücken, ganz gerade ziehen und noch einmal ganz rund, Kopf rein, ganz gerade, ganz rund, gerade und ganz gerade.
Nach oben aufrichten, lockern, schütteln. Schultern nach oben ziehen, einatmen, ausatmen, ganz bewusst nach unten. Noch zweimal. Ein und aus. Und ein letztes Mal. Und mit dem Ausatmen entspannen. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und gut getan, vor allem. Wenn du öfters dabei sein möchtest, dann geh doch einfach auf meinen YouTube-Kanal. Da gibt es eine Playlist Senioren mit ganz vielen Videos. Also einfach mal reinschauen. Es gibt auch viele verschiedene Challenges, die du mitmachen kannst, Übungsreihen. Also einfach mal auf meinen Kanal gehen und dort in die Playlists reinklicken. Da sind dann die Videos geordnet. Natürlich freue ich mich, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Vielen Dank. Der Link ist unter dem Video, heißt Steady. Deine Unterstützung mit monatlich zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 oder 10 Euro. Könntest du das tun, kannst du auch jederzeit wieder verändern. Freue mich auch, wenn du den Kanal abonnierst, kostenfrei. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!